Hallo alle zusammen, wir machen jetzt unseren Kaffeesirup ganz einfach selbst. Dann hat man immer was spontan für seinen Eiskaffee, das hält sich ja ewig lang im Kühlschrank und ist jetzt nur der Unterschied, ob man das mit normalem Kaffee macht. Ich habe hier nur löslichen Kaffee da und ohne Koffein. Deswegen, ich schreibe beide Varianten rein. Nur wenn ihr natürlich normalen Kaffee nehmt, den müsst ihr dann halt später filtern. Ansonsten ist es der gleiche Vorgang. Wir haben hier einmal Wasser. Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Und ich nehme jetzt, wie gesagt, löslichen Kaffee. Kein Schock kriegen, das ist natürlich jetzt viel, weil es ja ein Sirup ist und man davon ja dann nur später ganz wenig nimmt. Und hier muss ich natürlich dann nichts durchfiltern, aber dann halt bei dem normalen Kaffee schon. Und das lassen wir jetzt 20 Minuten leicht köcheln. Also gesagt, getan, machen wir an und wie gesagt, leicht köcheln. So, wenn 20 Minuten rum sind, kommt einfach noch der Zucker dazu und dann geht es weiter so für 8-9 Minuten. Und dann haben wir auch schon unseren Sirup. So, ich habe jetzt ein bisschen von unserem Sirup hier schon reingegeben. Wenn es natürlich abkühlt und im Kühlschrank steht, wird es noch fester. Das ist ja jetzt noch heiß. Und wie gesagt, beim ersten Mal mit dem Kaffee 20 Minuten köcheln lassen. Beim zweiten Mal mit dem Zucker so 9 Minuten. Jetzt gebe ich hier Eis mit rein und dann füllen wir das natürlich mit Milch auf. So, und jetzt wird probiert. Super erfrischend, super lecker. Ich könnte noch ein bisschen mehr reingeben, aber das ist ja Geschmackssache. Daher macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!